Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink ist bei uns. Guten Abend, Herr Brink. Guten Abend. Wie schwierig ist es denn in Zeiten von Terrorangst, gute Argumente für den Datenschutz zu finden? Das ist überhaupt nicht schwierig. Es ist im Gegenteil wichtig, dass wir unsere Stimme erheben und die Argumente für unsere zukünftige freiheitliche Bewegung und unsere Bewegungsmöglichkeiten auch nach wie vor haben. Der Innenminister, der hat ja davor gewarnt, ich zitiere mal, Datenschutz dürfe kein Komplize für Kapitalverbrechen sein. Diese Äußerung hat Ihnen nicht gefallen? Nein, überhaupt nicht. Und ich habe auch eigentlich gar keine Angst, dass ich jetzt abgeholt werde. Aber ich würde sagen, das war ein Ausrutscher des Innenministers. Und ich habe darauf reagiert und damit soll es auch gut sein. Arbeiten wir mal kurz die aktuellen Vorschläge durch. Zuzugreifen auf Messenger-Dienste wie WhatsApp, ist das unproblematisch oder wie stehen Sie dazu? Unproblematisch ist es sicherlich nicht, weil sich tatsächlich heute sehr viel von unserem täglichen Leben im Netz abspielt. Wir leben in einer digitalen Umwelt und auch Messenger-Dienste haben eine sehr hohe Aussagekraft über unsere Gedanken, über unsere Gefühle, über unsere Bewegungsorte. Insofern unproblematisch ist es nicht und da muss man wirklich mit Augenmaß agieren. Es ist ja auch schwierig, weil die Daten werden ja verschlüsselt. Das heißt, man muss ja direkt aufs Handy zugreifen von dem Nutzer. Werden die Handys dann gläsern? Ja, sie werden jedenfalls verwundbarer. Und das ist eine große inzidente Problematik. Wenn ich auf Handys zugreife und Verschlüsselung breche, dann mache ich die Kommunikation via Handy unsicherer. Und das sollte der Staat nicht tun. Und vor allem, wenn wir alle immer digitaler werden sollen. Absolut. Wenn wir uns eigentlich ein Leben außerhalb der digitalen Welt gar nicht mehr vorstellen können. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag oder der Diskussion um die Autobahnmaut? Ich meine, man muss ja schon bemerken, als es um die Autobahnmaut ging, wurde ja ausdrücklich gesagt, die Daten werden nicht zu sowas verwendet. Und jetzt kommt der Vorschlag oder die Diskussion darüber. Ja, das kommt eigentlich nicht überraschend. Leider nicht überraschend, weil wir auf diese Zusage, die damals sowohl die Bundesregierung als auch der Bundestag gegeben haben, nicht wirklich vertraut haben. Es ist schade, dass wir jetzt sozusagen dafür verantwortlich gemacht werden, dass dieses Gesetz so verabschiedet wurde, wie es verabschiedet wurde. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Wir schließen nicht aus, dass man auch sensible Daten in bestimmten Bereichen bei der Terrorbekämpfung nutzen kann. Aber die Argumente müssen schon sehr gut sein. Und wie schwierig ist es? Ich meine, wenn die Menschen so eine diffuse Angst haben, sie haben manchmal Angst im Stadion und gerade aktuell, wenn was passiert ist, dann ist die Angst sehr groß. Was kann man da überhaupt machen, um für Datenschutz zu werben? Ist das nicht weniger wichtig als das Leben von Menschen? Datenschutz ist ein Aspekt von unseren Grundfreiheiten. Und die Grundfreiheiten lassen sich schwer gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen versuchen, von allen Freiheiten möglichst viel zu bewahren. Ich habe großes Verständnis dafür, dass Betroffene von Anschlägen oder auch von allgemeiner Kriminalität zunächst mal nur sozusagen an ihr Interesse denken, Genugtuung zu bekommen oder dass ihr Schaden ersetzt wird. Aber wir sollten dabei nicht den freiheitlichen Aspekt aus dem Auge verlieren und nicht sozusagen mit einem Federstrich die Rechte, die wir in Jahrzehnten errungen haben und für die wir lange gekämpft haben, aus Sicherheitsgründen über Bord werfen. Also Datenschutz ist auch Freiheit, sagt der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink. Vielen Dank. Gerne.